Willkommen zum Video. Wir fahren heute um See auf der Linie 110 von dieser Xenia. Wir sind hier im Roseneck und bis nach Herzallee und fahren noch bis Social Garten. Und mit unserem Bus ist ein hier mit MAN SD 200. Die 92 ist das. Der Bus kennt ihr irgendwoher. Die Farbe beige und Abfahrt ist hier um 18:58 Uhr. Und ja, also mal gucken. Ich habe alles eingestellt für den Bus, weil ja, ist halt ne. So, ich gucke mal den Motor an. Wollen wir mal schon mal einen Gang reinlegen. Und ja. Sobald losgeht. Also, machen wir mal Pause. Machen wir mal so. Tragen 55 ein. Dann noch ein bisschen. Laut. Ja. Dann versuchen wir das noch einmal. Und ich werde jetzt mal zum Starthaltestelle begegnen. Und mal schauen, ob jetzt wieder alles reibungslos läuft. Ich hoffe mal, heute keine Rucklacke. Guten Abend. Fahrgäste. Sehr gute Fahrgäste. Wir haben hier in diesem Bus eine... Die Heizung funktioniert hier nicht, weil die funktioniert, die sind am Arsch. Die Heizung, die langsamste Heizung, die alle Welt. Noch in eine Minute und dann geht's ab. Zu damit. Zack. So, weiß gleich, los geht. Und mal schauen. Jetzt noch nur eine Sekunde und dann geht's gleich los. Und ich hoffe, das Spiel läuft älter. Ich hatte vorher schwarze Texturen. Und das hat mir nicht gefallen. Dadurch überall schwarz, also das war irgendwas war im Ort. Und fangen wir ab. Ja, so, der Hund ist kleiner. Machen wir mal Licht hier. Licht fern liegt, weil wir weiß nicht gehen können. Diesen hier. Elgersburger Straße. Ende der Umleitung. Ach, erst kommt Herzallee jetzt. Nee, die erstens die Roseneck. Da, das gibt zwei Stationen erstmal. So, dann mal die Tür auf. Aber muss man rückgängig machen. Zack. So, haben wir wieder dran gewöhnt, Leute. Wieder ein bisschen was zu fahren. Dann geht's ab. Und ich hoffe, kein Geruch mehr. Straße. Ende der Umleitung. Ja, heute ist noch der so, gucken mal, es läuft. So, muss ich jetzt hier lang, wo die Beine aktiviert sind. Ich könnte noch irgendwie Angel fahren, aber ganz cool. Eigentlich scheiße. Hier wird einer betrachtet. Das ist dann sind wir natürlich auch super. Einer hat hier sind heute von so aktiviert. Ja, ich habe mir gerade bitterlich Spaß mit dem heute. Ja, es gibt auch wenige Leute, die ganz wenig. Ach, jetzt fahren die wieder das drin. Haben sich irgendwo dran gesetzt. Und ja, oh. Nee, die Dinger. Boah, fährt der Scheiße. Ja, boah, fährt das Scheiße. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ein paar Gäste, warum das er hat. Wenn der Sound ein bisschen gut passen, muss der Sound von den Bussen ist immer ein bisschen komplizierter. Machen wir mal so in der Mitte. Das ist immer sehr gut. Weil. Weiß jetzt gebe ich gut, das ist ehrlich. Blinker setzen.
machen natürlich Busse auch, linker sitzen. Und ihr habt wieder Minus, kann doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt hier rauskommen. Es wird nicht einfach. Komm, da ziehen wir es um. Hatterstraße. Gebäude. Da ist dann auch das Außengebäude. Nur für die Schüler und die Schule. Ja, ich habe gedacht, den hier zu fahren. Schon lange nicht mehr gefahren, das Teil. Ich habe gedacht, nur den zu fahren. Ja, ich weiß, ich könnte was anderes fahren, aber ich habe das allgemein nicht so. Ja, den habe ich wollte fahren, den Doppelstock. Ein Doppeldecker. Ich muss jetzt hier abbiegen. Also 110 ist hier. Und ich hoffe, das Schild kriegen wir noch hin. Ein Problem. Und ich hoffe, weil jetzt hier hoffentlich jetzt keine Probleme gibt. Ich muss natürlich auch was sagen. Ich habe aktuell ohne Scheiß. Ich hatte gestern was zu tun gehabt. Ich musste umdrehen, kümmern, ich musste das andere kümmern, auf der PC noch ein bisschen was machen musste. Also heute auch noch ein bisschen was kümmern. Alter, ganz ehrlich. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich bin schon mit Technik und so ein bisschen Erfahrung damit, was ich so alles machen muss. Aber ganz ehrlich, ich muss erstens PC kümmern. Und ja, das Ganze gemacht. Und dann habe ich das so diesen Disk gemacht. Ich habe übrigens hier bei der BIOS-Batterie was gemacht und zwischendurch. Und dann ja, irgendwas habe ich was komisch gemacht. Dann war ein bisschen da, ein bisschen da. Und dann habe ich ja alles mit dem Kram gebastelt wieder und ein bisschen gewartet, dass ich wieder ein Bild habe und eine angeschlossen und zack. Der Bild muss ein bisschen BIOS müssen wir einstellen. Ist dieser Platz. Und ihr werdet natürlich nicht ahnen, warum. Ja, so stressig war, ey, ganz ehrlich. Ich mache alle erstens hier Rechner, kümmere ich immer. Und zwischendurch muss ich noch ein Spiel kümmern. Ich habe fast Angst, das Spiel zu deinstallieren, nur zu installieren. Ich habe kein Alter, ihr müsst euch vorstellen, wenn man da halt im Stuhl sitzen tut und da mal Sachen macht. Also dein alte Leben oder irgendwas heißt. Und ja, habe ich das auch gemacht und Brötchen und Trinken gekauft, weil jeder kennt Feiertage und ja, das andere auch noch mal, ist halt Feiertag. Ne? Ist ja schon ja, ein Einzelzeichen. Morgen alles für dich. Ich hätte gerne eine der Kirche in der Dorf lassen. Einmal kurz sprechen bitte. Danke. Aber was willst du machen? Weil ja, wir müssen die Leute auch mal ein bisschen mal den Job ein bisschen beruhigen, weil die haben so viele Sachen gemacht. Und ich bin bei den Feiertagen in der Grundschule, ich kann die weiter machen. Aber es wird ja kein Mensch davon irgendwas Gutes gesprochen. Davon hier in Deutschland wirkt sowieso kein Schwanz drauf. Änderungen. Denn viele Menschen noch durcheinander. Der Kreislauf. Sehen Sie den Kreislauf, der bewegt sich? Und er bewegt sich wie ein Kreislauf. Was will die Menschen erwarten? Der Kreislauf bewegt sich noch mehr. Guten Tag. Alter. Super. Also mal schauen. Ich verfahre etwas mehr los. Weil so ist keine Waffen mehr. Man kann ja nicht. Die haben natürlich haben die zwei Ampeln, das ist auch die praktisch, wenn man zeigen wir, da haben die zwei Ampeln. Wenn ich mit links klicke, nein, das ist viel. Hier, da haben sie nur so eine Ampel drauf gebaut. Die haben so eine Art so ein Zeichen gemacht, die haben so ein Bartzeichen gemacht. Hier soll so sein und hier ist es, es sieht aus wie eine schöne Ampel.
und dann so allgemein so realistisch gehalten. Und ja, ich könnte mir natürlich das auch ein bisschen. Und hier ist für N10 und hier zum Hof. Aber wir fahren ja geradeaus bei unserem Ablauf des Pfades. Und so rechts. Und ich hoffe, ich könnte keine FPS anbringen. Dann hätte ich keine Lust mehr. Ich wollte mir schön etwas fahren lassen. Oh, was will der denn hier? Hey, Arschgesicht. Alter, was für ein Assi. Auf meinen Schussbuch. Wenn ich hier im Bus komme. Ja, kommen die noch einmal hin, ne? Wenn sie nochmal meinen Baum anfassen. Nochmal so ein Knöpfchen drauf tun. Nein. Und wo ist eigentlich der Platz oder was? So Leute, ich habe keine Zeit. Gleich haben wir gleich Verspätung. Na, was wollen Sie denn? Ich hätte gern einen normalen Fahrstuhl. Jo, Euro zahlt die. Ja, es gibt natürlich eine Mod, ja, die ist ein Euro-Mod. Ja, kann man sich aussuchen. Kann man sich aussuchen. Aber ich mag Euro sehr gern. Ich zahle halt gerne. Ich bin kein Mensch, der andere zahlen würde. Ich bin europäisch. Hier. Bahnhof Adenauerplatz. Was ich natürlich so komisch finde, oder es ist so standard schon geblieben ist, es gibt keine Haltestellen, die Weiterschaltung gibt. Man selber muss, man ist verpflichtet, auf Kuh selber zu drücken. Aber man muss sagen, heute habe ich keinen Drucker. Erstens, die bleiben die 60. Erstens nur, wenn. Müssen wir abbiegen. Das heißt, die Telefonstelle müssen wir abbiegen. Ey, das war praktisch. Ey, das war gut. Das war Pluspunkte. Super. Guck mal auf Statistik. Ja. Ja. Ey, natürlich auch so Punkt, ne? Entweder, ja, die Heizung ist so hier im Arsch, weil erstens die Heizung brauche ich eine halbe Stunde, bis ich es warm kriege. Und dafür habe ich keine Lust, das Video in eine Stunde zu hocken, die Heizung trotzdem warm wird. Nee, sowas gefällt mir. Und ich hoffe mal, in der künftigen Zeit, dass meine Heizung ein bisschen mal links die Temperaturen langsam ansteigen. Auf jeden Fall. Dass die Leute mal ein bisschen warm in der Bude gibt, bis es Temperaturen gibt, ey. Wenn es kalt wird draußen, meine Güte. Schlimmes gesehen, in Nordpol ist noch nicht Arsch. Kriegst du noch kälter, ganz ehrlich. Da steht meine Linie. Sehr gut. Ah, heute ist wieder in Ordnung. Jetzt läuft es wieder reibungslos. Da sind die Leute, die schon die Berliner. Aber außer wenn die Berliner, apropos Berliner, kann man essen. Das ist da ist. So eine. Guten Abend. Ins Essen. Guten Abend. Eine Kurzstrecke. Da isst man da was rein. Und da ist so eine Art so ein Teig drin. Und da heißt auch bekannt, Berliner heißen die Dinger. Einfach essen und schmeckt auch ziemlich lecker. Da ist so ein Süßzeug da drin. Und ja. Und ja, ich weiß, kannst auch mal Burger finden. So ein Arschgeige, ey. Kann machen, was für ein Video. Ach, das Taxi. Hallo, fahren Sie mal verdammtes Taxi hier. Ja, die einen sagen, das ist ein bisschen peinlicher, aber ich finde alles ein bisschen gut, scheiße. Ich habe hier viele Stunden investiert, hier für die Scheiße alles zu laufen bekommen, ey. Und so eine Scheiße auch nicht. Ich will das unterstellen, jetzt untersagt. Auf rote Linie. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Bauarbeiten oder was? Da kannst du natürlich überall. Bekunden, wie wieder Leute am Rumpummeln. Ähnlich wie der Bahn und wahrscheinlich noch woanders. Ich habe Beispiele, wo ich in Kassel gewesen bin, waren ja auch noch am Hauptbahnhof irgendwas gewesen. Kann ich ja schon sehen, dass er überall gemummelt wird. Ne? Bei Ostern wollte ich allgemein mit Bruder etwas machen. Bruder, ja,
aber ich habe keine Lust, wenn die Züge dann streiten. Ich habe keinen Bock. Eine halbe Stunde Bahn gefunden. Ist auch nicht so geil. Ich muss sagen, Leibtorstraße. Habt ihr gesehen? Der ist mit, der, mit seinem MRN da. Ein bekanntes modernes Modell. Es läuft. Ich muss mal kurz einen Satz für ihn machen. Das Video. Ja, ich bin ein bisschen in dem Video da, ich muss das Feld machen. Das sind deine Kosten bekannt. Voll realistisch. Realistisch. Ja, ich tue als ob, dass ich bummeln tue. Ne? Ne, das ist nicht der Fall. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gefahren. Das Fahrzeug. Ich habe schon lange nicht mehr gefahren. Das waren die ersten Doppelstunden, wo die Version angefangen hat. Ja. Haben sich überlegt, aus dem ersten Teil, wo die erstens ja die Addons erscheinen, da hat man seine Jugend auch so ein Addon bezahlt, da hat sie Hamburg und Wien gekauft und ja, dann mussten wir sagen, okay, es muss doch eine zweite Version geben. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben es natürlich hier mit den Berliner da, ihr kriegt hier die Doppelstock gratis, kriegt ihr einfach so dazu bei den Zeiten. Und ja, jeder wollte fahren und so. Aber es ist ja schon da. Hallo. Eine gute. Immer wenn es irgendwo ein bisschen eine Stelle macht das nur, wenn einfach mal eine kleine Sekunde später einfach mal lecken tut. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, bleibst du mal stehen. Ich will mit Zappi machen. Mit der Taste hier, zack. Habe ich grün oder? Guck mal. Alter, bleibst du mal stehen? Super. Ah, hier ist Berliner Störung. Da ist so eine Art so ein Türbacken. Da musst du mal. Das ist natürlich unterschiedlich. Der hat es auch. Der Bus, den ihr seht, hat auch diese Steuerung drin. Ist dann extra für Berlin geeignet. Und da habe ich keinen Bock, irgendwas in der Datei rumzuändern. Nur noch mal diesen meinen. Realität man drückt, dann drückt man eine Taste, geht die Tür auf. Ne? Und ja, das ist viel Arbeit und das, was man machen kann und hast nicht gesehen. Und da will ich keine Stunde investieren, um diese Scheiße zum Laufen bekommen. Ne? Da muss ich eben so einen Eintrag ändern und so. Das habe ich aber aktuell keine Lust dazu. Und da fahre ich andere Busse jetzt. Und hier nicht auf. Hier blinken, das mögen Fahrgäste, wenn ich blinken tue, auch wenn ihr Kinder einsteigen tut, musst du einfach mal Warnblinker anschalten oder Schulbus oder so. Das ist eine bestimmte Taste, man drückt da drauf und dann, das ist ja auch so, aber das nützt du verwendest, das welche Linie, ich glaube es ist Schullinie, ich das weiß, Schule, und dann wenn du Schulfahrten machst, dann drückst du drauf und dann gehen ja, das Kinder. Aber bis bei uns selten. Und zwar nur Busbahnhof. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Nächster Halt Kurfürstendamm. So, mal gucken. Mal gucken. Ah, grün, sehr gut. So gesehen, da machen wir einfach sofort hier den Raum, dass man natürlich die Ampel der erscheint. Ja, Eco-Stelle gibt das irgendwo, dass man da irgendwas machen muss. Da kann man die Drähte draufpacken und dann übernimmt das Ganze der Computer, dass man die Ampeln schneller machen kann. Das heißt, du hast so einen Boost. Und ja, gucken, ganz ehrlich, ja, muss man sagen, ich möchte mal nicht ins Handlicht fallen. Ja. Mein Internet ist ziemlich alles scheiße, so hart, nee, das ist immer noch nicht und bei mir noch nicht angekommen. Es ist ein bisschen wo die sind. Es gibt ja auch Menschen, die sehen Hoffnung, dass man doch mal Reisen da was kümmern tut und dieses GB oder irgendwas machen tut. Ja, bei anderen habe ich schon gesehen, da ist das schon anders. Da an der Ratte schon bekommen, Glasfaser. Ne? Und dann Flüchchen, ich glaube was anderes haben die schon was bekommen. Aber wir müssen leider warten, also wie gesagt, wir müssen warten. Und daher müssen wir halt leben, meine Fresse. Und ja, schau mal, wie die Beleuchtung ist. Ich kenne, ich mag das sowas, wenn die Beleuchtung so gut ist.
Sowas mag ich, das ist geil. Das ist mega geil. Oh, scheiße. Bleib mal stehen. Scheiße, bleib mal stehen. Danke. Wenn ich jetzt da drauf drücke, ne, dann geht die Tür auf hinten. Das mag ich. Also, natürlich, ich könnte auch mit dieser Taste betätigen. Oh, jetzt kannst du, ja. Das heißt, dann drückst du drauf und bleib da. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Nächster Halt, Zoologischer Garten. Sie können noch bis zur nächsten Betriebshaltestelle noch mitfahren. Der Zug fährt weiter bis 110 Richtung Herzallee. In dieser Zeit kommt der RE98 nach Kassel. Danach andere Stunde kommt der 1049 RE30 nach Kassel. Zoologischer Garten. Aber wo ist eigentlich der Garten, wenn ich hier schon hier bin? Wo ist der Garten? Oder haben sie es nur benannt, dass es einfach nur irgendwas ist? Hier ist ja schon mal der Bahnhof, also nicht meckern hier. Hier ist der Bahnhof hier. So ganz gut aus. Das ist ein Ticken größer als meine anderen Vorgängerbahnhöfe, die ich mir angesehen habe. Meine Güte, kann man hier umsteigen hier? Hier sind die Busse, sind Attrappenbusse. Und man kann ja hier seine Züge einsteigen. Das sieht doch geil aus, oder? Aber ganz ehrlich, wenn man hier auf der Anzeige guckt, das sieht ein bisschen. Oder ist es realistisch so? Ja, vielleicht realistisch. Aber man sieht. Ja, hier ist Herzallee. Ja, Unterschied, ne? Wegen Berlin oder so. Unterschied. So, dann wollen wir mal weiterfahren, nicht? Bis nach Herzallee. Nächster Halt, Herzallee. Herzallee, Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Nächster Halt, Herzallee, bitte mal aussteigen. Ich fahre aber hier zur Dings hier. Ich kann dann nicht da. Ich fahre schon weiter. Ich fahre ja natürlich meine Ankunft-Haltestelle. Ich fahre hier. Dann kann ich hier, das ist das, ich packe euch nur hier hin. Andere dann so fahren. So Leute, wir sind angekommen. 110 Herzallee. Nächster Halt. Herzallee, bitte alle aussteigen. So Leute, dann will ich mal sagen, wir sind angekommen mit unserer Fahrt 110 Richtung Zoologischer Garten bis nach Herzallee. Also, und mir hat es gefallen, mit den Wiesenbus mit dem Doppeldecker zu fahren wieder mal. Ja, ist der halt, ne? Und das ist ja, ich würde sagen, bedanke mich für Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.